So Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Colmagray Dirt 2 in der letzten Episode von meinem Let's Play von diesem Spiel, denn ja, wir haben das große Event das letzte Mal abgeschlossen. Wir haben aber noch zwei Events dadurch freigeschaltet, das konnte ja keiner ahnen, ne? Wo da vorher schon zwei Fragezeichen waren, dass jetzt auf einmal da Events rauskommen. Warum beginne ich hier? Werdet ihr euch fragen. Ja, hier ist so eine schöne Zeitschrift und da steht unser Fortschritt. Mir ist was aufgefallen. Guckt mal ganz oben. Hat Level 63 erreicht und unten steht dann Tour News. Hatte 63% der Dirt-Tour absolviert. Aha! Also, wenn man 100% absolvieren will, muss man Level 100 erreichen. Das habe ich jetzt logisch daraus geschlossen und dadurch wissen wir jetzt, es gibt 100 Level. So, das wollte ich eigentlich hier nochmal klarstellen, dass ich, zumindest habe ich mir das gerade so logisch erschlossen, ob das wirklich stimmt, das weiß ich natürlich nicht, aber es ergibt doch irgendwie Sinn. So, wir gucken mal hier drauf, das haben wir alles abgeschlossen, aber es gibt, glaube ich, noch zwei Events, eins in China, hier schönes Subaru Rally Rennen und hier noch, gibt es auch noch eins, nochmal Subaru, da wollen sie es nochmal wissen, das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Rally, wir machen das auf seriös, denn, ne, mein Herzele, das kann ich jetzt nicht mehr so beanspruchen. Wir gehen in den Ring, natürlich mit dem Subaru 1995 Subaru Impreza WRX. Geil, mit dem neu freigeschalten. Wir gucken ganz kurz mal rein. Ach komm, ich wollte nur ein Menü zurück. Also klar, ich drücke mit X drei Menüs weiter, drücke ich dann einmal Kreis, geht es fünf Menüs wieder zurück. Logisch. Ich wollte einmal gucken, was es für geile Lackierungen gibt. So. Colin McRae Event. Okay, sieht ganz geil aus. Monster, Coney, DC Shoe und Jade Taylor. Jade Taylor, ganz ehrlich, das mache ich. Weil ich die nette Frau Jade Taylor mag. Ist es einfach so. Die mag ich und ich finde, wir sollten ihr auch hier auch irgendwie Tribut zollen. Und habt ihr gerade mal gesehen, was der einfach für Werte hat? Da war alles auf maximal gedreht. Von daher bin ich mal gespannt, wie ich mich hier schlagen werde. Aber ganz ehrlich, wer mit einem Wagen antritt, wo vorne schon eine Krone drauf lackiert ist, der kann ja nur gewinnen. So, fährt die Werte. Jade Taylor fährt auch mit. Die fährt auch mit. Dave Mirra, Giulio. Einfach alle fahren nochmal mit. Alle wollen sich hier beweisen. Und wir wollen natürlich auch beweisen, dass wir es hier wirklich drauf haben jetzt. So Leute, seid ihr bereit für den finalen Part von Colin McRae Dirt 2. Okay, fahr mal weg da vorne. Ich bin heiß. Wir können siegen. Ich finde das immer sehr merkwürdig, dass er mir ins Ohr säuselt. Er ist heiß. So, let's go, Leute. Let's go. Ich bin mal gespannt, wie die Karre sich steuert. Ich bin echt mal gespannt. Das heißt natürlich für mich eins, bisschen Klappe halten, wieder drauf. Eigentlich brauche ich nicht die Klappe halten. Ich meine, ich kenne die Strecke doch in- und auswendig. Alter Latz, die Karre hat wirklich Pfeffer unter der Haube. Wir sind ja die ganze Zeit mit diesem uralt Ford jetzt rumgefahren. Das war tatsächlich ein bisschen langsamer, ne? Aber ich muss sagen, fährt sich erstaunlich gut. Oh, den ersten Dotz da hinten. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein kleiner Lackschaden, aber nee. Ich wollte eigentlich nur dieses Teil da hinten, was abgegangen ist, wollte ich wieder dran drücken. Deswegen bin ich nochmal angeeckt, aber hat nicht funktioniert. Ist doch logisch. Wenn man mit dem Hammer was kaputt machen kann, kann man es mit dem Hammer auch wieder ganz machen, oder? Ich dachte irgendwie, diese Logik, die geht auf. So, wollen wir mal gucken, wie unsere Zeit jetzt hier ist. Oh, scheiße. Alter, die steuert sich ziemlich frickelig, die Karre. So, mal sehen. Es reicht nur für den dritten Platz. Aber ganz knappe Kiste. Ich muss auch sagen, ich fahre gerade nicht so gut. Aber ohne Mist, ey. Es steuert sich so ein bisschen wie der Ford. Aber hat einfach die Leistung von dem 350Z. Also kein Wunder, dass das hier nochmal zum Schluss kommt. Absolute High-End-Beschleunigung und absolute Holzklasse im Fahrverhalten, so ungefähr ist das. So, oh Gott, ich kann echt nicht reden gerade. Ich muss mich hier voll drauf fokussieren, dass ich das Ding in der Bahn halte. Aber ich finde irgendwie, Alter, doch, man kann es eigentlich doch ganz gut in der Bahn halten, ne? Geht dann doch irgendwie. Man kann hier so schön mit dem Gas spielen. Jetzt hier nur Halbgas, jetzt Vollgas geben.
Alter, man merkt so richtig, wie dann die Vorderräder einfach nochmal richtig schön einen Burnout machen und man dann irgendwann wieder den Grip kriegt. Ja, nicht zu viel einlenken. Ist gefährlich. Da haben wir beinahe den da vorne noch eingeholt. Ja, Van Vierde Frans, der muss erstmal ein bisschen irgendwo anecken, damit er dann sein volles Potenzial ausschöpft. So ist es. Ah, leicht mit der Handbremse nachjustieren. Man merkt auch bei den alten Karren, mit der Handbremse geht das irgendwie besser. Die ziehen wahrscheinlich nicht so mega wie die von diesen neuen Karren. Wenn du da so ganz leicht die Handbremse bei den neuen Karren ziehst, Alter, dann semmelst dir deinen Arsch nach vorne. Hier ist das alles noch human. Geht, geht. Ja, sehr... Oh, scheiße. Nee, das machen wir nicht. Oh, mir ist gerade aufgefallen. Ich sitze hier wieder im Dunkeln. So. Meine kleine Beleuchtung. Meine Güte, aber ungebremst. Ja, da braucht die Kamera gar nicht links dran vorbeigehen. Da bin ich langs. Hier. Hat wahrscheinlich hier dieses komische. Guck mal her. Hat das Ding verfolgt. Aber wirklich, ich habe es auch gar nicht fokussiert bekommen. Die Dinger. Ich wusste gar nicht, dass sie da sind. Meine Güte. Die Dinger. Einfach, wie heißen die überhaupt? Warnbarken oder heißen die so? Warum stehen die hier? So, ja, machen wir gleich die nächste Wiederholung weg, ne? So, machen wir gleich die nächste weg. Puh. Es ist ein Fehler im System und dieser Fehler wird beibehalten. Wir versuchen den Fehler nur irgendwie zu minimieren. So, hier wissen wir jetzt auf der linken Seite. Der Felsen, der ist gefährlich, der ist gefährlich. Da darf man einfach nicht Vollstoff geben. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wie meine Zeit ist. So, da hinten nochmal eine langgezogene Rechtskurve und dann volle Möhre ab ins Ziel. Oh. Ja. ich weiß. 2 Sekunden bevor ich ins Ziel gefahren bin, sah die Karre nicht ganz so scheiße aus. Aber geht ja nicht, ne? Das ist ein Rallye-Spiel. Die Karre muss ein bisschen geschunden aussehen. Standard. Okay. Ja, fahrtechnisch ist da sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber ey, ganz ehrlich, es ist das erste Rennen hier von derzeit dreien. Da kann man ja noch mal ein bisschen spielen, ne? Ein bisschen Spaß haben am Fahren. So, jetzt lass mich raten, es geht genau den Weg wieder zurück. Ja, ja, Dave Mirra, natürlich ist es ein Publikumsliebling. Der war mal gut. Der war mal gut, aber... Der war mal gut, bevor es uns gab. So, okay. Der sieht auch so ein bisschen, ich weiß, ich werde mich jetzt in die Nesseln setzen und viele werden sagen, du hast so eine Macke. Sieht er gar nicht. Aber so ein bisschen sieht er von hinten aus wie der Skyline, oder? So ein bisschen. Oder bilde ich mir das nur ein? Bin mir da nicht so ganz sicher. So. Ah, das kriegen wir hin. Oh. Hat zwar nicht so den geilen Klang, aber irgendwie hat er hat einen markanten Klang. Wie ein böser Rasenmäher. Ist das nicht genau dasselbe, was wir eben schon mal gefahren sind? Nicht? Genau das gleiche. Oh, bisschen Lack drauf, meine ich auch. Wenn die Scheibe kaputt ist, macht man immer ein bisschen Lack drauf. Habe ich auch so gelernt. Ich würde den so gerne überholen. Wer ist das überhaupt vor uns? Der hier so seine kleinen Kreise zieht. Jetzt da, Mann. Jetzt da, Mann. Jawoll. Der ist einfach raus aus dem Rennen. Der ist weg. Er ist einfach nur weg. Der kann schon die Sachen packen und kann wieder nach Hause fliegen. Es sei denn, er wohnt in Kroatien. Dann kann er nur die Sachen packen und nach Hause fahren. Denn Kurzflüge, sollte man nicht machen. Nee, bitte vermeidet solche kleinen Kurzflüge, Inlandsflüge, macht man nicht. So. Lieber fahrt ihr mit so einem Rallye-Auto einmal quer durchs Land. Das ist nämlich sehr viel umweltfreundlicher. Gerade so eins hier, so aus dem Jahre 1995. Sehr umweltfreundlich. Das Ding tankt wahrscheinlich auch Kerosin. Wenn ich hier ab und zu mal... Weißt du, was ich meine? Was erzähl ich dir? Muss erstmal einen Schluck Tee trinken. Wenn du da Flügel dran bastelst, bei der Beschleunigung, der hebst du bestimmt auch ab.
So, sehr schön. Ab ins letzte Rennen für dieses Event. Geil, wir steigen auf jeden Fall auf. Level 64 kann kommen. Wenn wir dann das zweite Event noch machen, könnte man sogar Level 65 erreichen. Und das ist eigentlich schon ganz geil, ne? Level 65 ist einfach so eine schöne Zahl. Da kann man sagen, man hat es eigentlich 100% durchgespielt. Das sagt man ja auch, ne? Also wer 65% hat, der hat auch 100. Sagt man so im Rallye-Jargon. Nein. Ist mir auch egal. Ich muss nicht schlagen. Ich bin ja schon Erster. So, fahr mal weg davon. Okay. Er ist motiviert, ich bin motiviert. Let's go. Let's go. Oh, das war ein guter Start. Das war ein sehr guter Start. Wollen wir doch mal gucken, ob wir den guten Start auch in ein gekonntes Lenkmanöver umwandeln können. Boah, ein bisschen zu weit rausgedriftet. So, Travis. Travis ist ein Blickfang. Aber derzeit ist Kernblock ist dicht mir auf den Fersen. Aha. Na, okay. Jetzt ist es soweit. Was soll mir diese Kamera sagen? Da habe ich doch gar nichts von. So, wo bin ich denn hier? Das ist gut. Wartet mal. So, ist gut. Guck mal, wir sind noch beide lächelnd. So, hier ist es passiert. Aber diesmal konnten wir die Zukunft verändern, indem wir zurück in die Vergangenheit gereist sind. So, Kernblock, leg dir eine Zeit vor. 55,90. Scheiße, Mann. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Rennfahrer-Feeling verloren. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich gerade hier so ein bisschen hippelig. Seht ihr das? Das ist alles so ein bisschen... Nicht, es wirkt nicht so gekonnt wie sonst. Ich glaube, ich habe mit dem Spiel mental schon abgeschlossen. Bussi! Bussi! Einen dicken, fetten Bussi! Mann, mach die Kamera weg! Was soll immer die Kamera direkt auf mein Gesicht? Da sieht man nur mein Alter. Da sieht man nur die Falten. So oft habe ich die Kurven hier gemeistert. Und jetzt hier, das letzte Mal, wo wir nach Kroatien kommen, mache ich so einen Mist. Oh, es ist immer derselbe Fehler. Oh, boah, ey. Ich könnte mir gerade selbst in den Arsch treten. Meine Güte, was mache ich denn hier gerade? So, letzte Wiederholung. Das ist ja wohl... Jetzt darf aber nichts mehr passieren. Kann eigentlich auch nicht mehr viel passieren, ne? Die langgezogene Rechtskurve da hinten, das könnte nochmal eventuell... Jetzt hier, lieber langsam. Boah, das war echt keine Glanzleistung, aber ich glaube, es hat dennoch gereicht. Ja, es hat dennoch gereicht, aber trotzdem. Das war echt keine Glanzleistung. Okay. Damit haben wir auch das Event in Kroatien abgeschlossen. Und steigen natürlich nochmal auf. Das hätte ich nicht machen sollen. Tee trinken und danach... Da. Klasse im letzten Event. Naja, also Event ja, letzte Rennen im Event nein. So, dann wollen wir nochmal gucken. Jetzt ab nach China, das wirklich letzte Event. Das alle, also ich weiß es nicht. Bestimmt schalten wir dann noch was frei. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Okay, ab nach China, Rallye. Drei Rennen. Let's go. So. Der Lieflus bergab. Lass mich raten, es gibt dann auch noch den Lieflus bergauf. Travis Pastrana, Giulio Dave Mirra, alle sind wieder mit dabei. Alle wollen nochmal mir dann gratulieren, dass ich das Spiel bis zum Ende durchgezogen habe. Was nicht besonders schwer ist, weil es einfach geil ist. Ich habe mich wirklich jeden Tag nach der Arbeit gefreut, mich hier wieder dran setzen zu dürfen. Also ich kann euch allen nur sagen, ne, holt euch das Spiel, es ist wirklich 1A, es kostet wahrscheinlich nichts mehr, du kriegst es wahrscheinlich geschenkt. Ich habe natürlich die Super Special Edition hier für die PS3, die grafisch einfach geiler ist als die PC-Version, das ist bekannt, dass die Konsolen immer ein bisschen besser sind.
Nein, also zum Nachhinein würde ich es mir wahrscheinlich auch für einen PC holen. Ich glaube, ich habe es sogar irgendwo. Ich glaube, Steam habe ich es drin, aber ich weiß nicht. Ich wollte es auf der PS3. Ich habe das innerliche Bedürfnis, mit der PS3 hier noch das ein oder andere Jahr zu verbringen. Ich hänge ja sowieso immer... Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht links rum, oder? Ja, ich glaube, er hat auch links gesagt. Wir sind raus. Ui! Ja, also ohne Umwege, wirklich. Es hieß doch bergab. Er hat doch gesagt, lief los bergab. Ich habe mich nur dran gehalten. Ja, also wie gesagt, Dirt 3 werden wir auf jeden Fall auch für die PS3 hier noch unterrocken. Ansonsten habe ich noch sehr, sehr viele schöne Spiele für die PS3. Ich versuche ja auch mal Radisi noch so ein bisschen mit rumzukriegen. Also, brauche ich nicht, ne, meine Freunde. Aber ich meine jetzt rumzukriegen, ein paar Koop-Shooter und sowas noch zu zocken. Denn, ja, Couch-Koop ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen, wie ich finde. Das war ja die große Ära der PS3. Da konntest du jedes Spiel... Ich glaube, das hier geht auch einfach noch kooperativ. Beziehungsweise im Splitscreen. Also, ach, es ist einfach... Es ist der Wurm drin. Es ist heute der letzte Part. Komm, Fanfürde Franz, jetzt reiß dich noch mal ein paar Minuten zusammen. Jetzt rock das Ding noch einfach. Meine Fresse, ich stelle mich jetzt aber auch an. Es wird wahrscheinlich schlecht, oder? Alter Latz, die Karre, die ist aber Schrott, die kannst du da. Okay, es hat gereicht. So, vorletztes Rennen. Ihr merkt schon, ich bin wirklich mental gar nicht mehr so mit dabei. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich hier nochmal zurück ins Spiel zu kommen, aber ich bin eigentlich wirklich schon so ein bisschen bei Dirt 3. Man hat mir heute gedacht, ach komm, den letzten Part, den machst du heute noch. Und man möchte auch irgendwann so ein Projekt einfach abschließen. Ja? Man möchte einfach sagen, komm her, jetzt hast du es durch, jetzt kannst du es behutsam wieder zurück in den Schuber stecken und dann kannst du es erstmal vergessen. Also ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich spiele, denn es ist echt gut. Und ich habe es ja auch schon gesagt, wenn ich mir wirklich mal irgendwann so ein Rallye-Sitz hole und mir ein geiles Lenkrad, dann werde ich auf jeden Fall dieses wunderschöne Spiel nochmal rauskramen und die PS3 dran stüpseln. Das wird auf jeden Fall passieren. Das will ich dann aber auch mit der PS3 nochmal. Was? Du hast doch gerade gesagt, großer Sprung und hau volle Möhre durch, oder? Hat er das nicht gesagt? Nee, hat er irgendwas gesagt mit Bremsen? Ich habe nichts verstanden mit Bremsen. Ist auch egal. Dadurch, dass keiner hier so weit gesprungen ist, keiner diese Risikobereitschaft gezeigt hat, konnte ich mich hier direkt einfach mal auf den ersten Platz setzen. Oh oh. Was? Gar nichts. Gar nichts. Brauche ich gleich zurückspulen. Da kam per Geisterhand. Ich habe keine Ahnung. Leute, ich kann heute nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Geht nicht mehr. Ich will. Doch, ich will, aber irgendwie ist heute... Das kann ich. Geht nicht. Heute bin ich mehr so in Mario Kart-Stimmung, oder? Nee, wie heißt dieses andere? Das habe ich mir letztens geholt. Für die PlayStation 4. Ach, keine Ahnung. Das mit diesem komischen Fuchs-Racing. Das heißt nicht so. Es heißt ganz anders. Wie ist der PlayStation-Figur da? Das ist geil. Es ist, finde ich, sogar fordernder als Mario Kart. Oh, das gefällt mir eigentlich. Aber leider wird es natürlich online 0 gespielt. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Komm. Ich krieg's heute nicht hin. Ich habe abgeschlossen. Mental bin ich. Genau. Wie gut, dass ich zurückgespult habe. Hat sich richtig gelohnt. Mittel links lang, 60. So, das wird natürlich nicht der erste Platz. Aber das ist mir auch egal. Mir völlig egal. Leicht rechts, innen halten, 60. So, und das ist Ziel. Komm her. Fertig machen. Schluss. Reicht nicht für den ersten. Also das wäre wirklich... Dritter Platz. Heute Abend wird gefeiert.
Dritter, auf jeden Fall. Dritter Platz ist so, das tut weh. Aber du bist, ja, ist nicht schön, ist aber auch nicht schlecht. Da kannst du eigentlich nur Flasche hinterkippen und abschließen. So, letztes Rennen. Dann haben wir es durch. Ihr merkt schon, meine Motivation, die lässt gerade ein bisschen nach. Aber wir werden es jetzt durchzocken. Wir zocken es jetzt durch. Es ist an der Zeit. So, komm her. Finales Rennen. Wir sind Erster mit Ken Block zusammen. Ich finde auch, das gehört sich so, mit Ken Block zusammen durchs Ziel reiten in den Sonnenuntergang. Mein Junge, ist mein Junge. Trevor Pastrana, das ist mein Junge. Komm, mach dich ab. Lass mich jetzt ran. Okay, bin dafür. Volle Motivation. Okay, jetzt nochmal. Oh, ich hätte einen Energy trinken sollen. Go! Das finale Rennen. Jetzt nochmal. Volle Motivation. Volle Konzentration. Jetzt passt auf. Jetzt werde ich hier alle nochmal vernichten. Fanfürle Franz zeigt allen nochmal, dass er der einzig wahre Champ ist. Schnell links 100 und da hinten das große rechts 180. Das wäre mal ein Punkt, den man ansagen könnte. Was ist das für eine Strecke? Sind wir die schon mal gefahren? Aber muss ich schon sagen, man muss da sagen, ganz knapp vorne dran vorbei. Da driftet er ins Glück. Jawohl, 2 Sekunden vorne. Gut ist die enge Brücke, kriegen wir hin und volle Möhre drüber. Zack, zack. Jawohl, noch abgefangen. So muss das sein. Seht ihr, ich muss mir selbst wieder ein bisschen Motivation, wieder Mut zusprechen. Jetzt rocken wir das Ding. Jetzt gewinnen wir hier mit 5 Sekunden Vorsprung. Hep! Das war scheiße. Du hast Kuppe gesagt. Kuppe ist nicht Jump. Ich muss sagen, Achtung. Hucke, Jump. Ja, er hat Kuppe gesagt. Er hat's gesagt. Ich habe nicht zugehört. Kuppe 80, Achtung. 150 durch. Die Kuppe meinte er. So, durchs Dorf, volle Möhre durchbrettern. 3,78. Mittel links. Zack, nehmen wir mit. Nee, gar nichts passiert. So, komm, komm, komm. Noch ein bisschen was an der Zeit können wir machen. Geil, geil. Er hat's einfach drauf. Fanfürle Franz ist wirklich in seiner Bestform. Jawoll. 6,9 Sekunden hier wieder rausgefahren. Da bin ich aber auch lang gebrettert, geradewegs. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Der hat doch schon weiche Knie da vorne. Der guckt in den Rückspiegel und hat Angst. Da hat er Angst. Schon gesehen. Da hat er einfach Angst gehabt. Dave Mirror. Ha! Ich nicht lache. Weiß gar nicht, war der das? War er wahrscheinlich gar nicht. Trotzdem, du Lappen. Jetzt. Komm. 5 Sekunden war einfach ein lächerliches Limit. Wir wollen 8 Sekunden. Wollen wir besser sein als der Beste. Also der Zweitbeste, weil wir ja der Beste sind. So. Und ab ins Ziel. Mit einer Zeit von 2 Minuten 52,9. Jetzt wollen wir noch gucken. Habe ich es geschafft, die 8 Sekunden? Kann ich nicht rechnen. Ja. Das sind genau 8 Sekunden, oder was? Sind das wirklich genau 8 Sekunden? Genau das, was ich gerade wollte? Geil. Also, wenn das nicht stimmt, dann weiß ich es auch nicht. So, Leute, wir haben es abgeschlossen. Das letzte Event. Lasst mich raten. Ich schalte wieder ein neues frei. Ah, komm. Das ist doch frech. Jetzt hätte er mir wenigstens den Level 5 noch checken. Große Fußstapfen. Letztes Event war echt souverän. Große Fußstapfen, was heißt denn das jetzt bitte? Los, komm. Schalt mir noch was frei. Schalt mir was frei. Wir alle wollen's. Ne, das war's.
That's it. Wir können hier nochmal gucken bei persönliche Aufträge Statistik. Persönliche Statistik. Wir sind 1322 Kilometer gefahren. Wir haben 11 Stunden im Auto verbracht. Durchschnittliche Geschwindigkeit 111,58. Anzahl Totalschäden 12. Ihr seht's ja. Und sehe ich hier irgendwas jetzt? Ja, wir brauchen mehr EP. Wir müssen aufsteigen. Wir müssen alles als Erste abschließen. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, denn ich bin zu schlecht. Da steht, da links steht's. Du hast 65% der Dirt Tour-Karriere abgeschlossen. Und es reicht mir völlig aus. Damit sage ich, genauso wie der Dino, winke ich euch zu, sage vielen Dank fürs Zusehen. Es war ein wundervolles Let's Play. Es ist ein sehr gutes Spiel. Schreibt doch mal in die Comments, zockt ihr das auch noch? Habt ihr es damals gezockt? Oder ist mein Let's Play für euch jetzt hier der Anstoß, dass man es vielleicht nochmal nachholt? Also wirklich eine Perle an Rennspiel. Muss ich echt sagen, es ist saugut. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Deswegen lasst doch einfach ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann einfach spätestens bei Dirt 3 wieder oder bei anderen Let's Plays, die natürlich hier immer kontinuierlich auf meinem Kanal durchgeführt werden. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Euer Van Förde Franz. Ich bin raus. Ciao.